Wir sind hier in der Amatan-Hütte in den Christli-Hügeln, haben hier gestern angefangen zu Kann ich questen. euch helfen? Wir geben jetzt erstmal die Quests ab. So. Plus Beweglichkeit minus Angriffskraft. Ach so. Rosa. Nehmen wir hier. Oder nehmen wir den Rücken. 16 Intelligenz, 35 Zaubermacht. Wir nehmen die Hose. Schließt den Handel ab. Bringt die Zedernholzkiste zu Iban im Posten des Espenhains. Schönen Tag auch. So, ich möchte mich noch bei meinem Zuschauer TTP bedanken. Ich muss kurz mal gucken. Nee, da nicht. TTP war es, glaube ich. Ja. Und zwar, ich habe ja das letzte Mal, ich hatte mich ja auch beschwert hier, weil man alles Mögliche immer wieder rausmachen muss. Er hat mich da drauf gebracht, hier einmal auf Interface gehen und dann bei Features Ausrüstungsmanager benutzen. Das anmachen. Dann kann man sich hier einen Ausrüstungsmanager machen. Bei Heal zum Beispiel wird alles, was hier dann aufgelistet ist, angelegt. So, wir tauschen dann einmal die Hose. Ach, das war eine Stoffhose. Ich bin so ein Vollhorst. Egal, macht nichts. Genau, dann wird das Heal-Equip angelegt, bei Katze wird dann das andere wieder angelegt und es wird alles wieder so in die Tasche reingemacht, wie wir es vorher gemacht haben. Und indem man ein neues machen kann, macht man einfach hier zum Beispiel ein neues Symbol. Machen wir einfach mal das hier. Blub blub. Blub, blub, nennen wir es mal. Okay, dann kommt hier ein neues Zeichen. Und dann können wir hier jetzt, wir machen jetzt dann hier zum Beispiel den Kopf hier hin. Gehen dann auf Speichern. Achso, nee. Wir sind jetzt auf blub, blub, genau. So, und dann, wenn wir jetzt hier auf Heal gehen, anlegen, wird das andere gemacht. Hier wird alles. Moment. Wir fangen nochmal von vorne an. So, blub, blub, löschen. Speichern. Ich sage jetzt einfach mal Hi. So, dann machen wir hier. Genau. Da machen wir jetzt das Ding hier hin. Und wenn wir im Beutel platzieren, machen, wird das komplett rausgemacht. So, dann sind wir jetzt hier bei High. Speichern. Okay. So, jetzt haben wir das gespeichert. Jetzt legen wir einmal den Heal an. Dadurch wird das hier alles ausgetauscht. Und wenn wir High machen, wird alles ausgetauscht außer dem Kopf. Weil der Kopf gehört ja noch zu High dazu. Wenn wir jetzt Katze machen und dann wird nur der Kopf ausgetauscht, weil das ja zu High gehört. So, dann können wir das hier wieder löschen. Und so könnt ihr einfach schnell hin und her switchen, das ist sehr praktisch. Ich habe gedacht, es kommt erst später mit dazu. Okay, Ehre dann dem wollen wir alten hier Freund. einmal das Lagerhaus auffüllen. Haben wir gemacht. Bärenhatz. Anderhol möchte, dass er 8 Christli-Franken von den Christli-Bären in den Christli-Hügeln ergattert. Seid vorsichtig. Das hier. Adleraugen. Anderhol möchte, dass ihr 5 Kaiseradler tötet und ihm anschließend Bericht erstattet. Das Licht segne euch.
und wieder raus damit. Tut eure Pflicht. Underhole bei der Amatan-Hütte möchte, dass ihr Underholes Karussellstöffchen nehmt und das nahegelegene Plumpsklo aufsucht, um die teilweise verarbeiteten Bernsteinsamen zurückzuholen. Seid vorsichtig. Das ist eine sehr, also das ist mit einer der besten Quests, die es gibt. Wir nehmen jetzt hier das Stöffchen. Ne, wir müssen es gar nicht anklicken, okay. Wir klicken hier auf das Plumpsklo. Benutzt das Plumpsklo. Alter. Hier ist besetzt, Kollege. Also, ich bringe hier schon das Klo zum Wackeln, ne? Okay, der will jetzt auch noch mal. Oder will er nicht? Keine Ahnung. So, und dann geben wir das Grüße zurück. Teilweise verarbeitete Bernsteinsamen. Und einen neuen Ring. Plus 6 Ausdauer, plus 21 kritische Trefferwertung. Den tauschen wir auch dann aus. Ziehe den Ehrenfreund. So, in Ordnung, Ben. Wir haben die Bernsteinsamen nochmal wiedergefunden. Du weißt, was jetzt kommt. Ich weiß. Zurück in den Eimer. Und wir haben davon gegessen. Schlimm. Und der legt die jetzt in den Eimer zurück. So, Trollsaison. Leutnant Dumont möchte, dass ihr mit Samir am Granitquell sprecht. Okay. Wir haben da drüben noch eine Quest. Hä? Förster Drach. Der hat noch keine für uns. Ja, das ist wieder sowas. Hier wird angezeigt, dass hier eine Quest für uns ist, aber hier ist noch gar keiner. So, dann fliegen wir erstmal hier hoch. Hier rein. Seid gegrüßt. Da hast du die Zedernholzkiste. Ein vorläufiger Pakt. Kehrt zu Leutnant Dumont in der Amatan-Hütte zurück. Dann seht ich. Alles klärchen, Bärchen. So. Bitteschön. Eine Übung in Sachen Diplomatie. Sprech mit dem Entsandten Ducal in Silberwasser. So, was haben wir denn jetzt für Quests? Und jetzt können wir hier draußen zwei Quests annehmen. Geheimnisse der Flammenbinder. Bringt dem Förster Drach bei der Amatan-Hütte 3 flammenerfüllte Talismane. Das Licht segne euch. Seid gegrüßt. Die Reinlichten tötet 12 Huskals der Drachenschinder und kehrt anschließend zu Förster Drach zurück. Ziehe den Alles klar. So, dann machen wir jetzt als erstes die Bären. Weil die Bären sind mit das Schlimmste. Wenn welche da sind. Na, sind natürlich keine da, keine da. Wer ist denn hier am Questen? Krieger. Oh. Ja, das ist schlimm, wie ich jetzt meinen Jäger und meinen Paladin hochgelevelt habe. Du hast so viele DK-Bots in Burning Crusade und in Red of the Lich King rumlaufen, das ist ganz schlimm. Also was da an Bots rumläuft, ich habe da auch ein kleines Video zu gemacht, was demnächst online kommt, wo ich auch direkt am Blizzard leiten werde, weil das ist ganz schlimm.
Die haben ihre festgelegten Routen in Burning Crusade und Wrath of the Lich King und nehmen dir die ganzen Mobs weg. Also die sind vor allem in Gebieten, wo die Mobs schnell wiederkommen. Ich hasse diese Quest. Ja, und das ist halt wirklich ganz schlimm, weil die killen einfach sinnlos rum. Du kannst das Muster bei denen richtig beobachten, dass die gar nicht die Mobs killen, die man für eine Quest braucht, sondern die killen alles sinnlos, was da so rumläuft. Und wenn du sie anschreibst, dann ja, dann kommen irgendwelche Buchstabensalat als Antwort raus. Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon Blizzard angeschrieben gehabt, dass sie mal was gegen die machen sollen. Hatte das beschrieben, aber da kommt keine Reaktion von denen. Das ist halt wirklich erbärmlich, meiner Meinung nach. So. Ja, ihr seht schon, warum das eine bescheidene Quest ist. Die Droprate hier ist sehr schlecht. Ich habe mit meinem... Apropos Droprate. Ich habe mit meinem Jäger... Moment, hier gibt es noch irgendwo Kräuterli. Die nehmen wir natürlich mit. Ich habe mit meinem Jäger in der Sengenden Schlucht. Ist es Sengende Schlucht? Kurz mal gucken. Hier. Das ist. Ist es Sengende Schlucht? Ja. In der Sengenden Schlucht gequestet. Da gibt es eine Quest, da soll man ein Fernrohr von Schützen der Dunkeleisenzwerge besorgen und soll, was war das andere, noch irgendwas bei der Quest besorgen. Wir können ja mal hier gucken, bei Questi. Müsste eigentlich meine Reise Quests pro Zone. Ich möchte in den östlichen Königreichen in der Sengenden Schlucht. So, verfügbare Quests. Nein, nein, nein. Was ist das? Ja, Schmiedewindform und Ausguckhandfernrohr. Also, bei dem Ausguckhandfernrohr. Nee. Bei der Schmiedeform. Bei der Schmiedeform. Es gibt da insgesamt nur 5 Gegner, die das droppen können. Von diesen 5 Gegnern. Ich war komplett allein in dem Gebiet. Ich musste insgesamt 73 Mal, nicht 73 Mal die Gegner killen, sondern 73 Gegner. Also 14 komplette Durchläufe plus nochmal 3 Einzelgegner dazu killen, um diese Ausgussform zu bekommen. Es war die reinste Qual. Es hat keinen Spaß mehr gemacht. Du stehst dann die ganze Zeit da, weil du hast alle anderen Quests fertig. Kannst nicht weitermachen. Und ja, killst die 5, wartest. Das dauert dann ungefähr 3-4 Minuten, bis die wiederkommen. Dann killst du nochmal diese 5.
wartest wieder. Und das Ganze 14 Mal. Ich bin in sowas sehr ausdauernd. Wenn ich eine Quest fertig machen will, und dann mache ich die auch fertig. Aber es war wirklich... Boah. Meine Frau hat gesagt, jetzt lösch doch die scheiß Quest und mach woanders weiter. Nö, mache ich nicht. So, wir haben 5 Stück bisher. Toll. Oh, 6 Stück. Ja, und ich verkaufe auch keine Gegenstände mehr, die beim Anlegen gebunden werden, weil meine Frau, die macht, die hat Schneiderei und Verzauberkunst gelernt, und das ist eigentlich ein recht guter Verdienst mit den Froststofftaschen hier. Also die hat jetzt nicht meine Frau hergestellt, die hatte ich im Auktionshaus irgendwann mal gekauft. Weil so eine Froststofftasche kostet im Auktionshaus zwischen 50 und 60 Gold. Und du brauchst, um eins herzustellen, brauchst du, glaube ich, 3 Fäden, die, wenn man keinen Ruf bei den Kirin Tor hat, 3 Gold pro Faden kostet. Und dann brauchst du noch, was war das andere? Du brauchst noch 12 Frost. Ich flieg falsch. Scheiße. Du brauchst noch 12 Froststoffballen und 12 Schleierstaub. Und ich nehme halt alles, was nicht beim Aufheben gebunden wird, nämlich jetzt, und gäbe es meiner Frau, dann kann sie es entzaubern und kann daraus Froststofftaschen herstellen. Wenn Schleierstaub bei rauskommt. So, wie wär's mal? 2 Stück noch. Eine noch. Hast du es? Willst du mir deine Flanke geben? Willst du? Ja, du willst. Sehr schön. Und wir sind jetzt auch schon wieder bei 18 Minuten, alter Schwede. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss, und morgen geht's dann erstmal mit den Kaiseradlern weiter.